Nach langem Warten ist der Umzug nun endlich vollbracht. Der Anhaltische Kunstverein verabschiedete sich vom Kunstraum 22 und stellt in der Zukunft seine Ausstellungen in der Kunsthalle Dessau aus. Die neuen Räumlichkeiten in der Ratsgasse liegen nicht nur zentraler in der Innenstadt, sondern bieten auch ein barrierefreies Betreten der Ausstellungen. Mit Episoden aus der Pandemie präsentiert der Anhaltische Kunstverein nicht nur seine erste, sondern auch eine ganz besondere Ausstellung in der Kunsthalle Dessau. Ja, normalerweise ist es so, dass Kunst ja auch immer zeitreflektiert, aber nie tagesaktuell, sondern eigentlich immer lang versetzt und eh die Dinge dann die Fühler hochkommen. Und hier ist es so, aufgrund der besonderen Umstände, der letzten 3 Jahre haben wir ja alle gedacht, wie tickt unsere Welt, haben die Künstler versucht, unmittelbar teilweise tagesaktuell zu reagieren. Und es gibt eine Arbeit, wo zwei Künstler, ein Franzose und ein Russe, sich die Bälle auch gegenseitig zugespielt haben, das tagesaktuell. Das ist also ein bisschen eine sehr unmittelbare Reflexion auf die Zeit und das, wie gesagt, tagesaktuell und das über einen längeren Zeitraum. Zu sehen gab es einen Mix aus Filmbeiträgen, welche den Alltag der Künstler in der Pandemie zeigten, über große Wandzeichnungen, kleine Arbeiten auf Papier, Gemälden und Rauminstallationen. Das ausgewählte Kontingent internationaler Künstler verarbeitete das Thema Episoden aus der Pandemie auf unterschiedlichster Weise und setzte die Kunsthalle Dessau besonders in Geltung. Ja, die Räumlichkeiten sind sozusagen sehr, sehr, sehr gut. Und ich denke, das ist ein Ort, wo wir auch uns gegenüber den anderen Oberzentren, Halle-Magdeburg, selbst in dem Umfeld mit Leipzig, nicht verstecken brauchen. Hier kann man moderne Kunst zeigen, ohne dass man irgendwelche Einschränkungen hinnehmen muss. Der Abschied vom K22 bedeutet also nicht den Abschied von der Kunst in Dessau-Roßlau. Eher im Gegenteil. Mit der Kunsthalle Dessau in der Ratsgasse wird es in der Zukunft nicht nur weitere Kunstausstellungen, sondern auch Veranstaltungen geben. Somit wird die Innenstadt von Dessau-Roßlau ein Stück weiter belebt.